die Trends bei Leiterplattensteckverbindern gehen ganz klar immer weiter in die Miniaturisierung. Das heißt, wir müssen immer mehr Kontakte auf möglichst kleinem Raum bieten. Das haben wir hier mit unserem Kolibri-Steckverbinder im Raster von 0,5 mm, was natürlich auch für die Leiterplatte mit dem kleinen Pitch wieder eine Herausforderung ist. Und dann ganz klar in Richtung Highspeed. Die Signale werden immer schneller. Wir müssen immer in kürzerer Zeit immer mehr Signale und Daten übertragen. Und Highspeed und kleine Steckverbinder, das ist so der absolute Trend. Wo setzen Sie unsere Leiterplatten, Steckverbinder ein? Und dann, was für uns immer noch ein Thema ist, sind Direktsteckverbinder. Können Sie dazu noch etwas sagen, bitte? Also Ihre Leiterplatten setzen wir hauptsächlich als Musterleiterplatten ein, um unsere Produkte auch zu präsentieren, weil wir direkt nicht in dem Bereich tätig sind. Und das sind so die Musterleiterplatten, die wir hier sehen, wo wir unsere Produkte dann übersichtlich präsentieren können. Auch mit dazu gehört hier noch, wenn wir hier am Beispiel von einem Direktsteckverbinder oder auch Card-Edge-Steckverbinder das sehen, da haben wir hier den Steckverbinder und das Gegenstück ist direkt eine Leiterkarte, die dann eigentlich auch entsprechend hochwertig ausgeführt werden muss mit der Anfassung, dass wir hier den Gegenstecker direkt reinstecken, ohne dass wir zwei Steckverbinderhälften haben müssen. Macht Eurocircuits, die Steckerkontakte sind vergoldet. Genau. Ich danke Ihnen, Herr Schmid, für Ihre Zeit. Ja, gerne. Und eine schöne Messe noch. Ja, danke ebenfalls.